Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition, Leute. Genau, und ja, wir waren ja beim letzten Mal bei Mission... Ach du heieiei, 3 angekommen. Und hier geht's schon mal direkt ab, also das muss ich ja schon mal sagen. Mission 4 ist es, ne? Mission 4, genau. So, hier kommt nämlich direkt der Panzer da. Und, ja, wir werden hier schon ordentlich massakriert, direkt. Was ich noch sagen wollte, ist, das Spiel kommt verdammt gut bei euch an, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. ja, wie gesagt, also, es kommt sehr gut bei euch an. Der erste Part, ich nehme es an einem Sonntagabend auf. Der erste Part, einmal, ich mache mal die Musik ein bisschen leiser, so. Der erste Part hat ungelogen schon über 200 Klicks. Und das finde ich doch schon, das finde ich doch schon sehr gut auf meinem Kanal, wirklich. Also normalerweise habe ich solche hohen Klickzahlen ja nicht. Ne? Aber ja, dank Command & Conquer Remastered. Ne? Es ist halt ein geiles Spiel. Was soll man dazu noch sagen? Ne? So. Genau, Leute, wir sollen hier die Russen platt machen, wieder nach wie vor. Ne? Und wir hören wieder diesen geilen Soundtrack. Diesen geilen, überarbeiteten Soundtrack. Und ich würde mal sagen, ich baue noch einen zweiten Sammler. So, Leute, dann würde ich mal sagen, bauen wir noch eine Radarzentrale. Radarstation, wie es hier heißt. Und ja, beim letzten Mal, Folge 1 und 2, hatte ich ja schon so die Sachen erklärt, so grundlegende Sachen. Ne? Also wie es hier funktioniert, die ganze Spielmechanik. Und ja, allerdings merke ich gerade hier, dass die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer ist. Wo ist denn hier die... Schneller. So, Leute. Ja, das ist auch ein geiles Feature hier, ne? Dass man immer sieht, wie viel Kohle die Sammler haben. Finde ich sehr cool. Und genau, wir haben unsere Basis neu aufgebaut beim letzten Mal. Die ist mir irgendwie verschütt gegangen, keine Ahnung. Ich habe allerdings noch einen anderen Speicherstand gefunden. Allerdings, ja. Komisch, die Sachen hier, die sehen so aus, als wären die alle irgendwie halb kaputt. Da hat die Version. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ach du, ja. Okay, weg damit. Weg mit dem Sammler. Los. Hau ab. Ah, geh weg. Verdammt. Okay, das sind Grenadiere, Leute. Nein, du bitte auf den scheiß Panzer. Ach, verdammt. Ja, dann macht das kaputt, das Zeug. Dann ist es egal. Aber der Sammler, der kann ja die Dings kaputt fahren. Und die Türme sind immer noch so blöd und schießen nicht auf die Panzer, ne? Das ist irgendwie... ist halt gerade ein bisschen doof. Gut, dann schießt der Turm aber bitte da drauf, ja. So. Die Sounds hier erinnern mich ein bisschen an Tiberium-Konflikt. Leute, die Panzer Schieß-Sounds. Und ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Folge 3 beim großen Remake. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, drauf. Und das wird ein sehr langes Projekt, Leute, das sage ich euch. So, Radarzentrale ist fertig, der Sammler kommt raus. Das ist schon mal sehr gut. So, dann haben wir jetzt hier die Radarzentrale. Allerdings. Gut, wir müssen es reparieren. Und mal neue Türmchen bauen hier, Leute. Ganz schnell. Weil der Gegner, der hat Panzer. Oh. Was ist das für eine Ansicht? Sehr cool. Ja, Radar habe ich euch ja beim letzten Mal schon erklärt gehabt. Und ja, da würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Genau, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Projekt weiterhin so beliebt bleibt. Weil das war ja wirklich mega. Das ist ja wirklich eine mega Aufrufzahl von der ersten Folge. Ey, was macht der denn da? Der versucht eiskalt auf meinen Bauhof zu gehen. Ja, okay. Soll er versuchen. Wird gebaut. Soll er versuchen? Das kann er knicken. Ganz ehrlich. Ach, das gute alte Command & Conquer mit schöner HD-Grafik. Hier. Ich sehe gute alte Oldschool-Grafik. Oh, das sieht im Gegensatz zu dem HD schon ein bisschen anders aus, ja. Gut,
Ach, verdammt mich, ey. Der mit seinen scheiß Panzern, ne? Das ist unter Mannequin. Ich hab das Mannequin, verdammt. Kriegst du das hin, Tor? Schaffst du, oder? Wenn nicht, muss ich nicht nachbauen. Ah ne, hat er sogar geschafft, sehr gut. Ja, die Russenpanzer, die können nämlich ziemlich nerven hier. Gut, da würde ich mal sagen, mache ich mal eine... Hä? Leider nicht möglich. Warum geht denn das nicht? Moment, ich hab's doch hier... Konstruktion abgeschlossen. Einheitenwarteschlange. Mach nochmal aus. Ich hab die doch eingeschaltet. Einheitenwarteschlange, warum funktioniert denn das nicht? Ah, jetzt. Okay, sehr gut. Ich war einfach mal Gummipanzer. Die guten alten Gummipanzer. Jo, Leute. Oh mein Gott. Gut. Reparieren. So, Leute. Ich habe jetzt hier verteidigt. So, der versucht da zu schießen, aber ist nicht schlimm. Das ist nur ein Mannequin, Leute. Sehr, sehr geil. Gut. Dann würde ich mal sagen... Ich hatte ja beim letzten Mal auch die Sounds ein bisschen. Moment, ich muss jetzt nochmal gerade ganz kurz... Ne, die Sounds, das funktioniert soweit sehr gut. Ich hatte ja auch die Sounds ein bisschen zu laut beim letzten Mal, aber die Energie passt genau. Und deshalb kann ich hier einfach weitermachen. Genau, Leute. Die Panzereinheiten sind... Ne, mach mal noch mehr Panzer hier los. Einfach mal 20 Stück. Das ist so geil mit der neuen Komfortfunktion. Wirklich. Oh. Ja gut, okay. Ich glaube, dann kann ich auch mal gleich mal ein bisschen die Karte erkunden, ne? Weil das kennt ihr ja von mir immer bei diesen Strategiespielen. Erstmal Karte erkunden, genau. Was mir noch aufgefallen ist, der Typ, der sagt jetzt, wird repariert. Hier, wenn ich so ein Gebäude... Wenn ich so ein Gebäude anklicke zum Reparieren, das ist krass. Das war bei der alten Version nur bei der Werkstatt so. Okay. Und ja, Leute, ich habe tatsächlich die Bugs weggekriegt. Oh mein Gott, das Spiel läuft jetzt so flüssig, das ist unglaublich. Ich habe die Bugs wegbekommen. Ja, diese 5 Sekunden Hänger. Ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat. Aber ich habe einfach mal ein bisschen in der Grafik rumgedrückt und ja, dann hat das am Ende doch funktioniert. Keine Ahnung warum, aber es ist halt... Unser Schutzpunkt wird angegriffen. Was versucht er denn? Ach du Heilige! Verdammt. Gut. Ja, das ist jetzt... Oh, das ist jetzt scheiße, Leute. Das ist jetzt richtige Scheiße, weil ich da... Danke. Oh Gott, jetzt bin ich hier voll raus. Ach, das ist natürlich das Blöde an diesen... Konstruktion abgeschlossen. Verdammt, Panzer kommt mal wieder zurück. Das ist natürlich das Blöde an diesen Warteschlangen. Man hat die Kosten nicht mehr im Blick, ne? Das ist alles ein bisschen doof. Ganz ehrlich, aber... Ja, gut. Wir haben es nochmal verteidigt. Das Ding können wir ja gleich wieder aufbauen. In 10 Sekunden genau zu sein. So, Waffenfabrik. Wird gebaut. Gib mir das. Da versucht das schon wieder. Halt die Klappe. Geh weg. So, Leute. Und ja, was ich noch gemerkt habe beim letzten Mal. Dieses beschädigt hier, das kann ich tatsächlich anmachen. Weil dann sehe ich tatsächlich, welche Gebäude beschädigt sind, weil das war kein Bug beim letzten Mal. Das war beim letzten Mal einfach nur, weil der Gegner keine Energie mehr hatte. Und dann deshalb... Ja, die Gebäude beschädigt waren, ist ja logisch, ne? Der versucht es echt auf meinen Bauhof, ne? Die Missionen hier sind anders programmiert. Die Missionen hier sind definitiv anders programmiert, finde ich krass, Leute. Gut, jetzt lass mich mal meine Gummipanzer hier weiter produzieren. Erstmal fertig reparieren, so, ich habe alles... Ja, das eine Mannequin, aber das ist in Ordnung. Gut, dann bauen nochmal 15 Gummipanzer. Die sehen auch anders aus, schaut mal. Die sehen richtig stylisch aus jetzt hier. Cool. Wie gesagt, also ich finde die Türme hier, die sehen irgendwie so halb kaputt aus. Weil ich noch diese Grafik hier gewohnt bin, ganz ehrlich. Aber ja, Leute, das soll uns nicht weiter stören. Das Wichtigste ist... Uiuiuiui. Nee, das ist jetzt wegen dem Fraps. Das Wichtigste ist jetzt einfach, ich habe... Oh, Fraps! Was ist los? Was ist los?
Hilfe! Einheit. Oh mein Gott! Ein Moment, Leute, ich mach mal ganz kurz, oder? Oder kommt das jetzt wieder? Moment. Auf einmal, ne? Irgendwie komisch. Das ist genau wie bei Empire Earth, obwohl ich eigentlich meine Festplatte jetzt aufgeräumt habe. Ja, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, ja, warum das jetzt gerade dieser komische Frame-Einsturz war. Verstehe ich nicht. Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall, die Gummipanzer laufen weiter vom Stapel für unseren geilen Angriff hier auf den Russen. Der Russ ist nämlich hier oben und, ja, den können wir ganz einfach mit den Gummipanzern hier verrollen. Ja, ich habe es auch in einem alten Let's Play Gummipanzer genannt, weil die sehen einfach nur so knatschig aus hier. Schaut euch die mal an. Die sehen aus wie so ein Flummi. Naja, gut. Leute. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Können wir gleich direkt mal weiter gucken. Ich würde mal sagen, ich nehme mal hier den einen und fahre mal ein bisschen rum. Ja, warum denn eigentlich nicht? Bestätigt. Oh, jetzt ist hier wieder so ruckelig, so komisch, ne? Bestätigt. Nein, ich erzähle... Boah. Krass. Ich erzähle euch was von, ich habe die Legs beseitigt und dann fängt mein Fleps an zu ruckeln, genau, in der Sekunde. Ja, das ist wieder typischer Vorführeffekt. Aber ja, meine Güte. Also, das sollte schon gehen. Ja. So, was ist hier wieder los? Menschen. Okay. Manneken. Weg damit. Und du auch, du bist kaputt, ne? Ja, ist okay. Sehr gut, Leute. Wie gesagt, also alle 5 Sekunden die Legs sind weg. Aber vor Slowdowns bin ich immer noch nicht gefeilt. Das ist... ein bisschen doof. Aber gut, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Wer hat denn hier... Ah, okay. Ja, dann... wird repariert. Reparier das mal bitte. Genau, und ja, ist auch ganz gut, dass ich jetzt hier das rausgefunden habe mit dem, mit der Energieanzeige, weil, jo, so kann man immer schön sehen, welche Einheit beschädigt ist und welche nicht, und das war kein Bug in der ersten Mission. Nee, nee, nee. Ach Mensch, Krabs, lass mich nicht hängen. Hallo? Ah, okay. Ich dachte, es wäre wieder ein Bug, aber es ist kein Bug. Die schießen wieder genau auf die Falschen, ne? Das ist so bescheuert. Ach, das ist so blöd. Dass die immer auf die Falschen schießen. Aber ja, das kennt man ja noch, ne? Von der guten alten Spiel-KI. Dass sie nicht gerade immer die Schlauesten sind hier. Gut, Leute. Ja. In Ordnung. Kurven wir mal noch mal ein bisschen hier rum. Und zack. In Ordnung. Genau, Leute, ich nehme es an diesem Sonntag auf, wie gesagt. Bestätigt. Gestern habe ich die ersten beiden Folgen aufgenommen. Deshalb habe ich die noch so im, wird gebaut. Im geistigen Auge vor mir. Und... Jo. In Ordnung. Bestätigt. Deshalb... Oh, Hellmarsch. Einheit bereit. Geil. Wird gebaut. Der überarbeitete Hellmarsch, Leute. Gut, die beiden sind beschädigt hier. Der nicht, okay. Aber die beiden hier sind beschädigt, alles klar. Oh. Mensch. Ja, es kann auch daran liegen, dass ich in 60 FPS... Wow! FPS aufnehme. Ui. Jetzt hängt's aber komplett, wa? Jetzt hängt's aber komplett. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, also es hat sich irgendwie aufgehangen, aber es geht schon. So, alles klar, dann habe ich jetzt irgendwie einen Bunker gebaut. Ach, weil es Y, okay. Y ist der Shortcut für einen Bunker, alles klar. Aber mir fällt gerade ein. Genau, erstmal die Katze im Hintergrund. So, machen wir nochmal 10 Gummipanzer hier, so. Und wir brauchen noch Silos, genau, Leute, die... Ah, verdammt. Energieniveau kritisch, ja, das habe ich auch vermisst. So, dann brauchen wir noch ein paar Silos hier. Wie viel Energie brauchen die denn? Die brauchen 10 Energie tatsächlich. Oh mein Gott, okay. Ja, gut. Okay. Oh, der Turm da oben ist beschädigt, ne? Hätte ich jetzt im ersten Teil zum Beispiel, also in der alten Version zum Beispiel gar nicht gemerkt, dass der beschädigt ist hier oben. Aber da ich jetzt den
den geilen Balken angemacht habe, geht das. So, da unten kommt wieder was. Panzer. Einheit bereit. Ein Panzer und ein Mannequin. Ja gut, aber ich glaube... Reparieren. Ja, Gummipanzer, dann komm her. Nein. Ach, das ist wieder so blöd. Wirklich. So. Hier, Drufter. So, los jetzt. Mensch, Fabs, jetzt hör mal auf. So, Turm nachbauen. Moment hier, Turm nachbauen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haben wir's. Und Moment, ich muss mal gerade noch mal ganz kurz was an meiner Uhr machen. So, genau, alles klar. Wieder kein Geld mehr. Ey. Mensch, 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 Mensch. Alles klar, ja gut, dann fahrt mal da rein. Also ihr könnt euch mal kurz hier den letzten Fitzel reparieren. Ach ja, Leute, die Sammlerstaus. Ich kenne die doch noch. Der kommt immer mit diesen Scheißpanzern, ne? Das ist... Der kommt immer mit diesen Dreckspanzern hier. Ja. So. Ja. Genau, jetzt sind wir eigentlich wieder im Spiel drin und ich habe jetzt quasi alle Vorzüge quasi erklärt. Da ist wieder ein Panzer hier. Schaut euch die an, die sind so cool gemacht. Hier, so detailgetreu. Richtig geil. So, okay, dann, der kommt gleich, ne? Der kommt angeschissen. Jo, der Sammler, die Sammler können sich wieder nicht entscheiden. Das ist natürlich mega geil. So, der ist fertig. So, hier, zack. Und ja, der kommt da unten jetzt angeschissen. Ja. Kein Geld, aber ist scheißegal. So, mach die kaputt. Los, mach den kaputt da. Und fahr jetzt die Minigun platt. Genau. Und jetzt mach den kaputt. So. Das ging doch relativ easy, muss ich sagen. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, diese paar Mannequins stelle ich mal mit hier unten zur Verteidigung. Und dann können wir auch schon loslegen gleich, ne? Dann können wir auch schon loslegen. Da bin ich mal gespannt, wie das Spiel reagiert, wenn ich jetzt viele Einheiten bewege. Weil es war ja in der Folge 1 so, wenn ich viele Einheiten, als ich viele Einheiten bewegt habe, fing es an zu laggen. Und das muss nicht sein. Nee, nee. Gut, man kann hier auch Einheiten hinzufügen. So, Team... Jetzt ist der natürlich nur Team 1, ne? So, ich habe jetzt hier meine jede Menge Gummipanzer und schick die einfach mal hier hin. Mal gucken, ob das aufnimmt dann gleich. Ich hoffe mal. Aber ich denke es doch. Sehr gut, dann würde ich sagen, sammelt euch mal hier. Können wir währenddessen mal zwischenspeichern. Mission 4. Ist schon Mission 4, ne? Das ist so krass. Ja. Es ist schon Mission 4. Oh, der Bauhof. Wird repariert. Gott sei Dank habe ich diesen Balken aktiviert. So, los geht's. Mach den kaputt. Los jetzt. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Und vor allem, mach die hier kaputt. Los. So, mach den kaputt. Verdammt nochmal. So, hier jetzt. Die Panzer da. Weg damit. Da. Und hier, weg damit. Oh, sehr geil. Es läuft flüssiger auf jeden Fall. Auch wenn es manchmal anfängt zu hängen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier rein jetzt. Hier ist nämlich die Basis, genau. Und mach die kaputt. Los. Hier, Krieg. Mach die kaputt. Zack, zack. So, weg damit. So, weg mit dem Sammler hier, los. Damit er keine Kohle mehr kriegt hier. So. Team 1. Waffenfabrik im Arsch machen. So. Und zack. Und den Bauch weg. Genau. Oh, ist das geil. Und er hat alles verkauft. Die KI haben sie tatsächlich nicht verändert, Leute. Einsatz erfolgreich. Das war's schon. Alles klar. Ja, cool. Die KI haben sie tatsächlich nicht verändert. Finde ich sehr interessant, dass sie die KI nicht geändert haben. Aber jo, Leute, wir haben's. Bonusgalerie freischalten 10 zu 1. Sehr, sehr gut, Leute.
Boah, schaut mal. Wir haben 21 Einheiten verloren, der Russe 370. Boah, sau gut. Alles klar. Cool. Hä? Warum ist das jetzt rot? Verstehe ich nicht. Naja, gut, Leute. Gut. Bevor wir in die nächste Mission gehen. Ah, das ist die Mission. Alles klar. Wo wir drei Wege haben. Russland, wie ihr seht. Deutschland fast komplett eingenommen. Obwohl wir hier uns schon durchfressen. Aber gut, Leute. Ich möchte bitte zuerst Bonusgalerie mal angucken. Hier, was haben wir denn hier? Ach, das ist ein Bild, ne, von dem guten Frank Klepacki. Oh, cool, Leute, voll aus den 90ern hier. Frank Klepacki in seinem Büro. Boah. Frank kam als Teenager zu Westwood Studios. In den folgenden 10 Jahren komponierte er legendäre Soundtracks für verschiedene Franchises, darunter natürlich auch der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot. Seit 2003 arbeitet Frank bei Petroglyph Games. Außerdem war er maßgeblich am Remastering des Soundtracks und der Tonaufnahmen der Remaster-Version von C&C beteiligt. Dankeschön, lieber Herr Klepacki, du bist ein Genie. Gut, Leute, ich würde sagen... Nein, nicht Spiele an. Missionsauswahl, wir machen die nächste Mission. Frage ist jetzt, welchen Pfad nehme ich da? Na, ich würde sagen, ich nehme hier den goldenen Mitte. Und da würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Cutscene an. Hoffentlich wieder auf Deutsch. Oder? Was ist jetzt hier los? Ja. Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen und versteckt sich im Exil. Die Informationen aus dem besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst, einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281-7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat sieht die Gründung einer globalen Defensivinitiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie Sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund... Tanjas Begleitcyborg sendet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Sie hat lebenswichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern. Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grodno fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-LKW kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Wenn ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald sie Tanja gefunden haben, schaffen sie sie daraus, wie auch immer. So ein hübsches Gesicht. Wo ist Professor Einstein? Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind etwas permanent. Verstärkungen sind angekommen. Oh, das war auch mit drin. Zeit läuft. Ach, wie geil. Bitte, Commander. Wie geil, Leute. Ja, diese Szene, wie der eine Typ da die Tanja verprügelt, die gab es in der deutschen Version im Übrigen nicht. Aber mal ganz ehrlich, Leute, die Grafik von den Videosequenzen fand ich fast in der alten Version besser. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut, Leute. Wir haben hier eine Mission und wir müssen uns hier oben reinschleichen. Genau, Leute. Wir haben hier den Spion und der Spion kann halt nicht von den Gegnern gesehen werden. Ich speichere das Ding mal ab hier. Moment. Nein. Zurück. Speichern Mission 5. So. Wie gesagt. Der Spion kann nicht entdeckt werden, nur von diesen scheiß Hunden, die da hier rumlaufen. Und ja, wenn die uns entdecken, haben wir verloren. Alter Schwede. Ja, das war's. Das war's. Nein. Ach, verdammt. Oh, das habe ich jetzt aus Versehen weggedrückt. Ja, so schnell kann es gehen. Ich glaube, die haben das wirklich verändert. Die Missionen hier. Das war einfacher. Beim alten Spiel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Optionen und machen mal die Spielgeschwindigkeit moderat. Genau, Leute. Und, ja, Spiel. Oh Mann. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was das war. Aber gut. So, genau. Ich muss jetzt... Ja, das ist jetzt ein bisschen zu langsam. Nochmal. Genau. Ich muss jetzt den richtigen Zeitpunkt hier abpassen. Ne, also... Oh, in der Tat. Wie gesagt, kann ich hier direkt reinlaufen? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Wie soll ich das denn machen, verdammt? Bin bereits unterwegs. Das ist ja jetzt übelst Königin und Vaterland. Schwierig hier. Okay, gut, dann laufe ich mal hier unten rum. Oh mein Gott, die rennen mir hinterher. Nein. Nein. Gott sei Dank. Für Königin und Vater. Okay, jetzt könnte ich theoretisch. Alter. Jetzt könnte ich theoretisch. Oh mein Gott. Königin und Vaterland. Nein, dann oh Gott. Himmels Willen. Okay, Leute. Bin bereits gut, meine Uhr klingelt. Und zwar genau jetzt. Ja, ich habe die ein bisschen leiser gemacht, die Uhr, damit man die nicht so übertrieben laut hört. Und ja, dann würde ich sagen, Mission 5, dann speichere ich das Ding nochmal. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.